Tischtennishelden. Conquer the Table. Hallo Tischtennishelden, kurzes Update. Und zwar hatte ich letzte Woche ja meine ersten Spiele wieder nach der langen Pause. Ich habe ja euch auch dokumentiert, wie ich mich vorbereitet habe mit den beiden Einheiten. Und ja, ich wollte nur mal kurz berichten. Ich hatte insgesamt einen Doppelspieltag, Donnerstag und Freitag, habe 4 Einzel gespielt und 2 Doppel. Ergebnisse verrate ich noch nicht. Möchte ich nämlich, dass ihr da auch Spannung bei den Spielanalysen habt. Ich habe insgesamt 3 von 4 Einzeln filmen können. Einer wollte es leider nicht, aber muss ich auch akzeptieren, mache ich natürlich auch. Deswegen wollte ich auch vorher nicht zusagen, ob ich Spielanalysen machen werde, weil ich muss halt immer auch abwarten, ob die Gegner das möchten oder einverstanden sind, dass ich filme. Aber bei 3 hat es geklappt und ich habe jetzt auch die ersten Sätze eingesprochen. Es wird jetzt morgen wahrscheinlich der erste Satz online gehen mit dem ersten Spiel. So von dem Ablauf her ist es, die ersten beiden Gegner waren von den Punkten her schlechter als ich und der dritte Gegner dafür war deutlich besser als ich mit, glaube ich, 150 Punkten oder so mehr als ich. Der hatte über 1900 Punkte, war ein richtig guter Spieler und das Spiel hat richtig, richtig Spaß gemacht. Da auf jeden Fall nicht verpassen. Aber auch die anderen Spiele waren sehr aufschlussreich. Einfach wieder mal zu sehen, wo meine Defizite sind, was gut geklappt hat. Und habe auch viel wieder zu Aufschlag, Rückschlag aufgenommen. Ja, ich hoffe, es hat euch oder es wird euch gefallen. Ihr habt es ja da noch nicht gesehen. Ich mache es natürlich sehr gerne, wenn ich solches Material bekomme, dass ich dann die Spielanalysen einspreche. Und ich verspreche auch, dass es jetzt häufiger nochmal kommt. Ja, das war es erstmal soweit von mir mit einem kleinen Update. Ich hoffe, es geht euch gut. Genießt euer Wochenende. Euer Nick. Macht's gut. Ciao, ciao.